Wir haben einen Termin beim Handelskommissar der EU. Karel de Gucht ist sehr beschäftigt. Er ist der Mann, der fast im Alleingang das Freihandelsabkommen mit den USA bespricht. Und seine Botschaft ist klar. Es ist ganz offensichtlich, dass das Wachstum schaffen wird und mehr Einkommen für unsere Bürger. Ich bin ziemlich sicher, dass es Hunderttausende neue Arbeitsplätze bringen wird. Das macht pro Jahr im Durchschnitt 0,05%. Das ist nicht der große Effekt, von dem Sie immer sprechen. Lassen Sie uns unterbrechen. Ist das die Studie, die wir bestellt haben? Der Kommissar rechnet noch mal nach. Aber die Studie ist eindeutig. Das sind doch 0,49% hier, oder? Zunächst einmal sollten wir nicht mit Prozenten argumentieren. Sie machen das, Entschuldigung. Ich sage Ihnen, wir werden die meisten Handelshemmnisse in einer Vielzahl von Handelsbereichen abschaffen. Das sage ich.